Willkommen zu Twitch! Fragen, Antworten. Sind wir schon drauf? Keine Ahnung. Ich seh das nicht. Doch, jetzt nicht. Ich bin da. Ich bin da. Ich könnte direkt mal mit einer 60-minütigen sekündigen Werbepause starten. Sehe ich hier gerade. Jo, schön, dass ihr alle da seid. Frisst die Werbung. Ja, gut. So, das ist übrigens die Nummer, die wir gefunden haben. Das ist Absicht, dass man meinen Desktop sieht. Ja, das war so. Die ist aber, wie gesagt, nicht erreichbar. Die ist ganz neu. Die ist gestern aufgepoppt und heute aufgepoppt. Jetzt hast du dich geklont. Jetzt sehe ich mich wieder doppelt. Das sieht gut aus, ne? Berliner Nummer, oder? Ja, das ist eine Berliner Nummer. Ne? Und da rufe ich an. Düdelüt, düdelüt. Und es geht keiner dran. Mit der E-Mail habe ich das gemacht. Da direkt noch so ein Download angeboten, der wahrscheinlich mir. Genau, bitte öffnen Sie Ihr Video, Ihre Viren. Bitte öffnen Sie Ihre Viren. Viren hier öffnen. So, jetzt ich muss aber ehrlich sein, die war nicht ursprünglich von mir. Das war, als wir mal außerhalb deiner Sendung, mal ohne dich mal. Da habe ich die einfach mitgeschrieben und also die sind nicht original von mir. Das ehrt dich, dass du das erwähnst. Das ehrt dich. So, ich musste nach eben sortieren nach Datum. 16.09 Uhr, 16.26, 16.12 und 16.31. So, das müsste ja irgendwie dann klappen. Und dann öffne ich das mal. So, das ist übrigens die Nummer, die wir gefunden haben. Das ist Absicht, dass man meinen Desktop sieht. Ja, das war so. Die ist aber, wie gesagt, nicht erreichbar. Die ist ganz neu. Die ist gestern aufgepoppt und heute aufgepoppt. Jetzt hast du dich geklont. Jetzt sehe ich mich wieder doppelt. Das sieht gut aus, ne? Berliner Nummer, oder? Ja, das ist eine Berliner Nummer. Ne? Und da rufe ich an. Düdelüt, düdelüt. Und es geht keiner dran. Mit der E-Mail habe ich das gemacht. Da direkt noch so ein Download angeboten, der wahrscheinlich mir. Genau, bitte öffnen Sie Ihr Video, Ihre Viren. Bitte öffnen Sie Ihre Viren. Viren hier öffnen. Und so hat sich das Bild fortgesetzt. Hier habe ich leider mit keinem gesprochen. Mit mir selber spreche ich auch nicht so viel. Deswegen ist das erste Video schon erledigt. Siehst du. Jetzt kommen wir aber. Glaube ich, jetzt habe ich die zweiten, habe ich dann Ickes Telefonnummer angemeldet, ne? Weil der Icke hat ja auch ein Unschöpft, an Quelle, an Schöpfung. So. Ich benutze das Internet. Internet, ne? Genau. Ich und meine Internet. Da. Guten Tag, wie kann es möglich sein? Hallo. Bitteschön. Wo bin ich denn da gelandet? ACC Energieberatung, Strom und Gas. Wo hat man Sie angerufen? Unter welcher Nummer? Kann ich Ihnen sagen? Das ist 069 24. Ja. 74. Ja. 96. Ich kann mir in der Nase popeln. Ja. 128. Da. 128. Einen Moment bitte. Popel. Das ist falsch. 069 247 96 128. Da genau. Sagt ihr einfach, die Nummer ist falsch. Ne? Haben wir nicht angerufen. Haben Sie vielleicht eine andere Nummer? Vielleicht ein Handy oder? Nee, also ich habe nur diese eine Nummer. Gibt okay, das kann nicht sein, weil da kommt bei mir nichts raus. Ja. Da haben wir, glaube ich, nicht angerufen. Gibt es vielleicht eine andere Nummer, was Sie haben? Nee, ich habe nur diese eine Nummer. Das kann nicht sein. 0692. Genau. 474. Ja. 96128. Genau. Das ist komisch. Können Sie mal nochmal anrufen kurz? Einen Moment, ich stehe kurz auf. Können Sie nochmal anrufen? Klar, warum nicht? Einen Moment, alles klar. Rufen Sie mal nochmal bitte, ja? Mach ich. Danke, bis gleich. Der hatte keinen Bock auf mich. Wenn ich jetzt nochmal anrufe, dann komme ich zu einer Kollegin. Weil da geht ja nicht immer der gleiche dran. Na klar. Ne? Hallo? Hallo? Ja, hallo, herzlich willkommen bei Firma ACC Energievertrieb. Hanna, mein Name, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Anruf in Abwesenheit gehabt, deswegen rufe ich an. Ich wollte nur wissen, wer mich angerufen hat.
Also es ging dann nämlich um die Energiekosten, weil wir sind hier Energiemakler und arbeiten mit mehreren Stromversorgern zusammen. Da wollten wir Ihnen dann auch einen Spartarif vorstellen, oh, Twitch, das kann über so die Gesamtlauf der Preisgarantie. Haben Sie denn auch schon mal Ihren Versorger gewechselt oder sind Sie immer noch beim alten? Also ich bin bei den Stadtwerken, ne? Die Stadtwerke in Frankfurt. Ja, Die Stadtwerke bleibt sowieso immer weiterhin zuständig für die Wartung Versager? Des Zählers. Auch bei einem Wechsel. Es wird ja nur letztendlich wirklich der Preis geändert, weil sie ja dann auch weniger bezahlen, ja, für den Verbrauch. Aber Sie haben ja jetzt gerade von einer anderen Nummer angerufen, oder? Ich habe von dieser Nummer angerufen. Verstehe ich es nicht. Nee, ich habe ja nur eine Nummer. Also Sie haben jetzt nur... Kann ich Sie mal jetzt gleich zurückrufen? Ja klar, warum nicht? Okay, ich danke Ihnen vielmals. Ich melde mich sofort, ja? Ja, danke. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, die ruft natürlich nicht zurück, ist klar, oder? Weil die haben mich nicht in der Datenbank. Und das war die Nuss, die ich nicht geknackt gekriegt habe. Weil die lassen sich nicht so leicht auf Glatteis führen. Ne? Die haben, herrufen. Die möchten tatsächlich nur von Kunden gestört werden, die... bei denen in der Datenbank sind. Also gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber letztendlich, wer weiß, wo die Daten alle herkommen, die da so haben. Ne? Das ist ja die Frage. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte ja dann ein bisschen noch telefoniert. Warte. Ich hatte jetzt nicht gewartet, dass sie zurückrufen. Bitte haben Sie einen kurzen Augenblick Geduld. Der nächste verfügbare Mitarbeiter ist... Debitoren Castro, mein Name ist Lewald. Ja, hallo. Sie hatten bei mir angerufen. Das ist durchaus möglich. Sagen Sie mal bitte einmal Ihre Rufnummer, wo wir angerufen haben. Also hier wäre ich wirklich richtig, richtig gespannt, worauf das Gespräch hinausläuft. Ne? Icke, die Nummer ist von dir. Hast du irgendwo Geld offen? Haben die... Erzähl mal. Wahrscheinlich doch nicht, oder? Die wollen ich sag jetzt nicht dazu. Okay. Also, da wäre ich echt gespannt, worauf das hinauslaufen würde. Echter Hammer. Nee, die habe ich alle auf allem Internet gefunden. Ach so, direkt. Also gar nicht. 069. Da gebe ich natürlich meine Frankfurter Nummer jetzt auch wieder. Ne? Ja. 24. Mhm. 74 96 ja. 128. Auf der Rufnummer habe ich nichts. Okay. Na, dann ruft die Kollegin wieder an. Na, dann danke ich Ihnen. Tschüss. Tschö. Ja, da kommt man nur mit der richtigen Nummer Anruf anscheinend weiter, ne? Und also von daher. Herr Drabas, danke für dein Follow. Möchte ich noch erwähnt haben. So. Dann habe ich die anderen angerufen, aber das ist eigentlich uninteressant, Hallo. Weil da kam dann PayPal, Skype. Grüße Sie, hat jetzt die Energiezentrale. Wir also in dem Artikel stand, auf gar keinen Fall rangehen, wenn diese Nummern anrufen. Richtig, ja, perfekt. Eigentlich so, perfekt. Hat ein Gespräch mit meinen Kollegen gehabt? Ja, das Gespräch wurde leider unterbrochen und ich hatte jetzt nur die Nummer angerufen, die auf dem Display stand. Ach so, okay. Und wie weit ist im Gespräch gekommen? Nicht sehr weit. Der hatte mir nur irgendwas gesagt von wegen meinem Anbieter vor Ort, Stadtwerke und so. Aber weiter sind wir nicht gekommen. Aber wir haben Sie ja nicht unter dieser Rufnummer angerufen, ja? Weil ich sehe in meinem System Ihre Angaben gar nicht. Aha, okay. Das heißt, unter welcher Rufnummer war das dann, dass ich mir das einfach speichere und nochmal die anrufe, geht das? Das ist die Nummer, dass die ich habe. Ich habe nur diese eine Nummer. Mit dem 0692? Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das brachte natürlich auch keinen Erfolg, weil ich nicht in deren Datenbank bin. Okay, dachte ich. Dann probieren wir mal das nächste. Muss ich gerade gucken, was wir hier für ein Was habe ich hier? Ah ja, genau. Dann habe ich gedacht, rufen wir doch mal die schöne 0800er Nummer an. Ich helfe Ihnen gerne weiter, okay? Ja. Ich helfe Ihnen weiter.
um Ihnen weiter zu besser helfen, ich brauche einmalige Computerverbindung. So können Sie mir sagen, haben Sie diese Software gekauft oder frei heruntergeladen? Welche Software meinen Sie jetzt? Ich habe Ihnen gesagt, dass haben Sie diese Nummer auf dem Internet bekommen, ist es? Aus dem Internet, ja, genau. Ja, und welche Fehler haben Sie? Warnung, kritische Meldung steht Warnung. Da. Okay. So, um Ihnen weiter zu besser helfen, mein Herr, ich brauche einmalige Computerverbindung. Können Sie Ihre vollständige Name sagen? Ja, klar. Hans. Frank. Hans. Hans. Okay, Herr Hans. Bitte folgen Sie meine Anleitung an, ja? Dann ist es weiter. So, welche Webbrowser benutzen Sie normalerweise? Normalerweise sehen Sie auf dem Tastatur unten links. Sehen Sie auf dem Tastatur? Ja. Ja, unten. Naja, der ist ein bisschen doof. Ihr müsst gleich mal sehen. Der ist so genervt, der Typ. Der ist so genervt. Ich weiß gar nicht, warum der so lange überhaupt dran geblieben ist. Ich habe den noch ein bisschen hochgenommen. Wartet mal. Deswegen dachte ich, wer so bescheuert ist, der muss ein bisschen mit mir reiten. Links Windows-Taster. Sehen Sie Windows-Taster? Ja, die kenne ich. Ja, Windows mit R. R wie Rudolf. Zusammen gleichzeitig drücken Sie, ja? Windows-Druck halten Sie und zusammen gleichzeitig R-Taster, ja? Die habe ich. Ja, und Windows mit R haben Sie geklickt? Habe ich, ja. Jetzt ist da öffnen, ich kann was eingeben. Okay. Ich darf jetzt hier was eingeben. Okay, und dann schreiben Sie darin I wie Ida. I. E wie Emil. E. X wie Santipe. E wie Paula. L wie Ludwig. O wie Otto. R wie Richard. E wie Emil. Einmal Leertaste. Leertaste. www. L wie Ludwig. O wie Otto. O. E wie Gustav. E. M wie Martha. M. E wie Emil. E. I wie Ida. I. N wie Nordpol. N. 1, 2, 3. 1, 2, 3. .com. .com. Jetzt klicken Sie auf OK. Okay. Ja. Hab ich gemacht. Dann Sie bekommen Support-Verbindung, richtig? Genau, da darf ich jetzt irgendwas. Geben Sie einen sechsstelligen Code ein. Ich gebe einen sechsstelligen Code, bleiben Sie kurz. Jetzt schreiben Sie bitte 497. 49. Moment, 497, ja. 157. 157. Jetzt Download starten. Download starten. Ausführen. Ausführen, ja. Okay und ja. Okay. Ja. XMIG 1993, danke für deinen Follower. Auf Techniker Moment. Warten steht da. Moment, jetzt schließen Sie alles persönlich in Dateien und jetzt klicken Sie auf OK. Moment. Klicken Sie OK. Okay, klicken Sie bitte. Okay, danke.
Yes, ich bin drin auf dem PC. Sehen Sie, ich bewege meine Maus und Zeiger. Ah, ja. Das sind Sie? Das ist ja interessant. Ja, ja. Oh. Hier schreiben Sie den Namen, Vorname und Nachname beide. Schreiben Sie bitte. Ja. Schreiben Sie Ihre Vorname und Nachname beide. Moment, jetzt habe ich mich vertippt. Okay. Und schreiben Sie hier auch Ihre E-Mail-Adresse. So? Okay, das ist Ihre E-Mail-Adresse, ist das? Ja, ja. Okay, Moment. Und jetzt ist, bekommen Sie diese Warnungsfehler, ist das? Genau, das war der Fehler. Okay, und ich überprüfe Ihre ganzen Computer, warum bekommen Sie Probleme, okay? Ich überprüfe für Sie alles. Gerne, super. Danke. Sehen Sie Ihre bestimmte Dienstapplikation, alles beendet, beendet, beendet. Sehen Sie? Oh, was ist denn das? Muss das nicht so sein? Das bedeutet, das funktioniert nicht in Ihrem Computer. Diese wichtigen Dienste, alles Applikationen in Ihrem Computer, ja? Das okay. ist nicht gut für Sie, ja? Also ist der Computer jetzt kaputt? Nein, ist überprüft für Sie, ja? Bleiben Sie am Start. Sehr lieb von Ihnen, danke. Ja. Und Ihr Computer läuft auch langsam. Ja, das stimmt. Seit ein paar Tagen. Ja, ja. Sie können das hier sehen, ja? Ja. In diesem Moment, in der Computer, dieses Problem kommt automatisch von Ihrem Netzwerk, weil Ihr Netzwerk sind infiziert geworden. Sehen Sie, so. In der Computer, dieses, ja, hier steht Lisa Elementor, ja, noting and data in Ihrem Computer, ja, das ist ganz nicht gut für Sie, weil Zustand in der Computer, dieses Problem kommt automatisch von Ihrem Netzwerk, weil Ihr ja, Netzwerk sind infiziert geworden. Das ist nicht gut für Sie, ja. Ja. Und Moment. Hier in diesem Moment an mein Herz. Ja. Und seit wann bekommen Sie dieses Problem auf dem Computer? Ja, seit ein paar Tagen eigentlich. Also ich hatte diese Meldung schon länger und dann weiß ich auch nicht. Manchmal geht das, manchmal nicht. Okay, ich mache für Sie. Ist das ein Spezialprogramm, was Sie da runterladen? Ja, Moment. Adam live aus DMIIC, DMIIC. Da fährt einer Zug gerne. Danke für dein Following. Also der bekommt dieses Programm nicht installiert. Das ist so sein Problem, diese absolute Schlaftablette. Ich glaube, so lange hatten wir schon lange keine Schlaftablette mehr wie den. Ja, sehen Sie? Ja, was sehe ich? Ja. Moment. In diesem Moment an Ihrem Computer hat dieses Problem, ist sehr, sehr gefährlich. Weil sie, ja, nicht gut für Sie. Das ist dann, Sie können selber sehen, wendet, ja? Ah, das und das darf nicht? Sie, ja? Das ist nicht gut für Sie, ja? Okay. Ein paar Sekunden. Die geneigten Zuschauer wissen hier natürlich, dass das absoluter Müll ist, was wir da erzählen. In diesem Momentan. Und mein Herr, Sie können das hier sehen, in diesem Momentan. Ja. Sind Sie denn Microsoft-Techniker?
Nein, ich bin hier von Remake, ja? Ah. Von ja. Wem? Ja, wir sitzen hier in Indische, ja? Mhm. In Indische, ja, habt ihr gehört? Hauptfiliale in Indische. Ja, in Österreich und wir arbeiten in der ganzen Welt. Ah. Sie sprechen ja gut Deutsch für Indien. Danke, danke. Danke für Ihre Komplimente, gute Komplimente. Ja. Perfekt. Ja, und hier. Und hier sind die Security bedeutet Sicherheit. Wird nicht festgelegt. Das bedeutet keine Sicherheit auf dem Computer, ja? Okay. Und ich schreibe so. Ich schreibe die ganzen Probleme, ja? Ja, gerne. Und was mit dem Programm? Funktioniert das nicht? Dann gebe ich Ihnen beste Lösung, wie bereinigen Sie dieses Problem, okay? Ja, gute Idee. Computer. Langsam. Insta Bandit. Okay. Ja. Sie können ja auch gut schreiben. Schön. Ja. Wow. Ja. Und hier sehen Sie. Ja. Unnötige Dateien. Ah, gut. Das machen Sie gut. Super. Für Indien. Keine Sicherheit. Ist mein Computer nicht sicher? Ja. Ja, hat der auch gesagt, ne? Der steht ja auch auf dem Bild, ne? Nicht sicher. Ganz, ganz gefährlich. Unsicher. Der Server ist unsicher. Habe ich denn einen Server? Ich habe doch einen Computer, oder? Dann ist Marke so, wollen Sie dieses Problem wegmachen? Ja, natürlich. Heute ist Marke so, ich registriere Ihren Computer bei uns nach der Registrierung. Ja? Mhm. Lassen Sie Ihren Computer sowieso, Sie arbeiten nicht auf Ihrem Computer, ich arbeite in Ihrem Computer, ich mache Ihren ganzen Problem weg, ja? Heute am Zukunft, wenn Sie am Zukunft irgendein jedes Problem haben, nur bei uns kontaktieren, wir sind E-Mail erreichbar für Sie rund um die Uhr, ja, unter dieser Nummer, ja, und wir machen das alles Probleme weg, ja, und wir arbeiten hier 24 Stunden, 7 Tage, ja. Ja. Heute, was mache ich für Sie, heute ist gebe einen Supportplan, ja, einen Supportplan, dann Sie bekommen hier online. Technical Support, okay? Das bedeutet, Sie bekommen nie Probleme, okay? Ja. Sie bekommen alle Sachen schriftlich bei E-Mail, okay? Sie haben zwei Möglichkeiten. Ein Jahr registrieren und zwei Jahre registrieren, okay? Und drei Jahre registrieren auch. Ja. Okay? So, jetzt habe ich mal aufgelegt. Mal gucken, was er macht. Weil das ist ja immer die gleiche Leier. Aber wir wollen jetzt ihn mal herausfordern, ob er meine Nummer sich gemerkt hat und feststellt, dass die Verbindung jetzt unterbrochen ist. Wir müssen ja das neu machen. Das ist ja klar. Außerdem sagt die Robin, von der ich die Nummer habe, dass die sehr teuer wäre, die Telefonnummer. Ich kann das aber noch nicht ganz nachvollziehen, weil es ist ja eigentlich eine 0800er Nummer und die ist ja eigentlich nicht teuer. Aber das gucken wir gleich. Was er da macht. Jetzt bin ich ja weg. Mal sehen, wie er jetzt reagieren kann oder muss. Wir haben das ja mit der 0800er Nummer geklärt. Also sie scheint nach wie vor kostenlos zu sein. Ja? Ich habe nur noch mal als Info. Eigentlich mit der Düsseldorfer Nummer angerufen, dann müsste er mich ja auch damit zurückrufen. Ne? Das sollte ja funktionieren. Ich kann natürlich den auch anrufen. Also 0800 ist ja kostenfrei. Das müssen wir gleich mal mit der Robin klären, warum die meint, die wäre kostenpflichtig. Ne? Wie komme ich denn jetzt? Ich kann den ja mal anschreiben. Telefon ab
gebrochen. So, mal gucken wir mal. Ah, da kommt der Anruf schon. Mit einer 0016, okay. Hallo? Ja, ich bin gleich der Techniker, ja. Ah, Saddam. Ich hatte, irgendwie war, ja. Bin ich auf den Hörer gekommen. Da war auf jeden Fall das Telefon weg auf einmal. Entschuldigung, dass ich das, dass ich aufgelegt habe. Also es war aus Versehen, war keine Absicht. Okay, ich registriere heute. Ja. Moment mal bitte, ein paar Sekunden. Kein Problem. Achtet mal darauf, wie immer genervter der wird. Das ist der Hammer. Der Typ, der hat null Bock zu arbeiten. Moment mal bitte, ja. Ein paar Sekunden, ja? Ja, kein Problem. Ich hoffe, dass wir keine Störung mehr kriegen, ne? Wäre ja schade um die schöne Störung. Hier sind Sie hier. Ein Jahr, wenn Sie gehen, dann Sie bezahlen nichts mehr, 299 € plus deutsche Mehrwertsteuer. Wenn Sie wollen, das registrieren, okay? 2 Jahre, 399 € plus deutsche Mehrwertsteuer, okay? Und hier? Und wenn Sie wollen, hier, ja, 3 Jahre gehen, 499 € plus deutsche Mehrwertsteuer. Sie bekommen strip alle Sachen bei E-Mail. Und Sie bekommen nie Probleme, ja? Heute, das ist, ja, besser für Sie 3 Jahre gehen, weil Sie bekommen hier, ja, hallo? Hallo? Sind Sie noch da? Ja, Sie bekommen hier. Hallo? Ja, ja. Hallo, sind Sie denn ja, noch ja, da? Ich bin da? Hallo? Ja, ja, ich bin da. Hallo, ich kann Sie nicht verstehen. Hallo? So, jetzt habe ich wieder aufgelegt. Man müsste ja ein bisschen neue Stimmung reinmachen, ne? Damit der ganz nervös ist. Er so, der ist ja jetzt schon genervt, ne? Guck, da ruft er wieder an. Der hat's drauf. Sind Sie wieder da? Keiner. Hallo? Jetzt verstehe ich Sie. Ja, ich habe ja, Sie gerade nicht verstanden. Tut mir leid. Irgendwas war da gestört. Ja, wunderbar. Klar und deutlich. Klar und deutlich. Super. Sie bekommen hier, kostenlos Wartungen. Ah. Plus 100% Sicherheit, okay? Ja. Also wollen Sie 1 Jahr registrieren, 2 oder 3 Jahre? Was ist da alles enthalten in diesen schönen Gebühren? Kriege ich da auch eine Software? Sie bekommen, nein, Techniker-Hilfe. Ja, mit Software? So wollen Sie, das ist für Techniker-Hilfe, Techniker-Dienst. Ja. Sie bekommen Techniker-Hilfe. So wollen mit Software? 1 Jahr, 2 oder 3 Jahre. Wollen Sie 1 Jahr oder 2 oder 3 Jahre registrieren? Ja, 3 Jahre. Nee, oder? Wie viel Wartungen sind denn ja, bei Jahre. Den 3,99? Sind da auch Wartungen? Kostenlose Wartungen? Oder gibt es die nur bei 3 Jahre? Die Wartung? Ist Marke für die 3 Jahre, oder? Ist denn bei 2 Jahre keine Wartung enthalten? Und Sie keine Sicherheit? Genauso? Ah, da nein, auch. Sie bekommen hier. Wenn Sie 2 Jahre gehen, dann Sie bekommen hier. Ja, 60 kostenlos Wartungen. Ah. Die Hälfte. So aber ist ja nur ein Drittel weniger, gar nicht die Hälfte. Und 100 ja. Sicherheit. Ja, aber 100% Sicherheit gibt es ja immer. Wenn ne? Sie 1 Jahr gehen, wenn ja. Sie 1 Jahr 24 kostenlos Wartungen. Ah, also 2x im Monat eine Wartung, das ist ja Hammer. 2x im Monat. Nicht schlecht. Was soll ich denn machen? Was wollen Sie jetzt? Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was wollen Sie jetzt? Dann ist Marke für Sie 3 Jahre besser für Sie. Ist das das Beste? Dann machen wir das. Dann wollen Sie 3 Jahre? Ja, ja. 3 Jahre? Klar, wenn das Beste ist. Okay. Okay, wie wollen Sie das zahlen? Mit Mastercard, Visa Card oder PayPal? 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 Was ist denn PayPal? Haben Sie Master? Was ist Master? Karte. Also das Finanzielle macht meine Frau. Ach so, so eine Kreditkarte meinen Sie? Ja, haben Sie? Nee. Kreditkarte? Kreditkarte habe ich keine. Wissen Sie, ich habe die mal gehabt und dann hat meine Frau mir die abgenommen, weil ich zu viel Geld ausgegeben habe. Ich habe zu viel bezahlt. Haben Sie PayPal?
PayPal. Was ist denn PayPal? PayPal. Hi Marcel, schön, dass du da bist. Oder Online-Banking, wenn es denn ja Online-Banking ist. Online, ja, das mache ich. Klar, Online-Banking geht. Machen Sie Online-Banking, ja? Das geht, ja, ja. Online-Bank geht immer. Okay, Moment. Haben Sie ein Konto oder eine Rechnung, schicke ich hier, okay, schicke ich das. Kein Problem. Ich öffne ein Formular für Sie, ja? Ein Formular. Formular ist super. Moment. Sehe ich dann alles oder kriege ich eine? Ich kriege doch bestimmt eine Rechnung. Bleiben, ne? Sie, oder? Bleiben Sie. Nein, ich öffne ein Formular für Sie, ja? Also eine Rechnung. Ja, Moment, ist leitet. Ja, Moment. Mhm. Also die Rechnung. Moment. Nein, ist. Machen Sie sofort die Überweisung. Online-Banking, ist das? Ja, kann man machen. Kann ich. Ich, okay, hab, ich muss zur Bank Moment. So einen Zettel ausfüllen. Moment. So einen Zettel, Überweisungszettel. Gerne. Mhm. Bleiben Sie kurz am Platz. Ich bleib dran. Ja, kein Problem. Ja, ist leitet dieser Anruf gleichzeitig meine ja? Ja. Techniker weiter, ja? An einen anderen Techniker? Ja, sind Sie nicht zufrieden mit meiner Leistung? Ist leitet dieser Anruf meine anderen Techniker, ja? Bleiben Sie kurz am Platz, ja? War ich böse? Habe ich was verbrochen? Ja, Zahlungsabteilung, okay? Ah, Zahlungsabteilung. Moment. Das verstehe ich. Moment. Andere Techniker. Vielen Dank für Ihren Geduld, um upright zu bleiben. Herr, mein Name ist Sandeep Sharma. Ich bin der Haupttechniker hier Traditional Health. Sehen Sie hier? Sandeep Sharma. Ja, ich sehe Sie. Ja, Herr. Ist das nicht der gleiche Name wie von dem anderen Kollegen? Hieß der Kollege nicht auch eben Sandeep Sharma? Ja, Herr. Mein Kollege hat meinen Namen geschrieben. Ah! Herr, das ist mein Name, Sandeep Sharma. Ich bin der persönliche Techniker, denn es ist mein PC. Und was ich mache, Herr... Ich Wieso hat der Kollege denn nicht mehr mit mir telefoniert? War der genervt? Hat er keine Lust mehr? Ja. Okay. Herr, mein Techniker hat Ihnen diese Sache erklärt. Ich war auf dem Pause, deswegen mein Kollege hat Ihnen gesprochen. Ah. Gar kein Problem mehr, ich bin der Techniker. Ich helfe Ihnen weiter. Mhm. Und super. Ich aktiviere diese alles, ich schreite in Ihrem Computer, ich mache diese alle Sache in Ordnung. Mein Kollege hat mir diese Sache erklärt, es gibt so viele Probleme drin. Herr, ich muss arbeiten gerne auf Ihrem Computer und ich mache diese alle Fehler weg von Ihrem Computer. Sie können hier diese gesamte Preis sehen, 594 Euro. Das ist inklusive alle deutschen Regionen Mehrwertsteuer, okay? Aha. Und Sie bekommen alle Sachen, Rechnungen und alle Garantiekarte auf dem E-Mail-Konto. Einmal sagen Sie mir Ihre Postleitzahl. Die Postleitzahl? 4-0. Ja. 2-1. Ja. Und 3. 4-0-2-1-3. Richtig? Richtig. Einmal schreiben Sie hier Ihre Start, bitte. Ihre Start? Ach, der Ort. Ja, schreiben Sie bitte Start. Stadt. Ja. Schreibe ich, kein Problem. Stadt. Bitte. Stadt bedeutet zum Beispiel Berlin. Ach so! Ach, meine Stadt. Ja. Jetzt habe ich schon. Ja, bitte. Ja, ich habe schon gedacht, ich habe mich schon gefragt, was will der? Ne? Das ist ja. Ne? Ja, aber. Mann. Ja, einmal checken Sie bitte diese E-Mail-Adresse. Das ist richtig oder? Hans.hansmann. Ja, bitte. gmx-topmail.de. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ja. Jetzt warten Sie bitte. Jetzt einmal schreiben Sie bitte hier Ihre Bankname. Bankname? Da reinschreiben? Ja. Das ist ja praktisch. Ja, Ihre Bankname. Da ist sie. Gucken Sie mal. Da. Ja. Jetzt loggen Sie sich hier ein. Da einloggen? Ja, bitte. Ich habe gar keine Zugangsdaten. Ein Moment, Herr. Das macht meine Frau. Ihnen, welche Datei ich habe. Also. Was jetzt hier besonders ist, das hatten wir auch noch nicht sehr oft, da müsst ihr mal hier drauf achten, wir haben den Rechnungsempfänger tatsächlich, ne? Also die
Safe Charge Limited in Kafkunu 9 in Nikonasia. Keine Ahnung, wo das ist. Dass die mit Klarna jetzt hier schon klarkommen, das ist ja irgendwie interessant. Ich nehme an, der Zahlungsempfänger ist aber auch nicht die Firma selber hier, sondern eher wahrscheinlich ein Payment-Dienstleister, der das für die macht, also der Geld einsammelt. Deswegen wird es ja auch schwierig sein, darüber die Identität rauszufinden, denke ich mal. Ich kann ja mal eben, wo wir gerade dabei sind, die Adrecker eingeben, damit wir mal sehen können, wo das überhaupt ist. Die gibt es mal gerade ein. Die ist da. Safe Charge. LTD. Das ist Zypern, wie es scheint. Okay. Zypern ist bekannt für Zahlungsdienstleistungen. Ich zeige euch das gleich. So, U9. Aha. Contact us. Staff change. Privacy. So, ich sehe, das zeige ich es mal eben. Hier. Das sind die. Siehst du, und das sind Zahlungslösungsgeber. Das heißt, der macht letztendlich nur die Zahlungen wiederum für das Callcenter. Ne? Und das ist eigentlich deren Hauptding. Und hier ist jetzt angeblich deren Sitz in Bulgarien. Also die scheinen weltweit da die Zahlungen zu machen. Da könnte man mal überlegen, ob man die mal informiert, ob die wissen, für wen sie da die Zahlung entgegennehmen. Ne? Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Video weiter an. So, warten Sie bitte. Muss ich mit der sprechen? Soll ich die holen? Warten Sie bitte. Einen Moment, Herr. Kann die auch fragen. Dann kann die mithelfen. Macht kein Problem. Sagen Sie mir einmal, benutzen Sie Kreditkarte? Nee, Kreditkarte habe ich keine. Ich hatte eine gehabt, meine Frau hat mir die genommen. Weil ich zu viel eingekauft habe, verschiedene Sachen. Und deswegen darf ich damit nicht mehr. Ich kriege jetzt Taschengeld zugeteilt. Okay. Ich kann aber eine Überweisung schreiben, so eine ganz normale. Das wäre doch was, oder? Ja, ja. Eine Sekunde bitte. Wenn Sie mir Kontonummer geben und eine Rechnung, dann überweise ich Ihnen das. Dann gehe ich zur Bank. Ja. Kennen Sie das? Da kann man so Zettel ausfüllen. Das ist meine Bank, genau, die kenne ich. Ja, loggen Sie sich hier rein, bitte. Die Daten habe ich nicht. Ich gehe immer zur Bank. Also, ich mache kein Online. Also, okay. Die habe ich nicht. Die hat meine Frau. Okay, Herr, gar kein Problem. Also, okay. Herr, machen Sie gar keine Sorgen über das. Geben Sie mir nur einen Moment, bitte, bleiben Sie nur kurz am Apparat. Okay? Ja, wenn Sie mir eine Kontonummer sagen, dann kann ich das... Kann ich das überweisen? Ja, ich checke das von meiner Seite, okay? Das ist sehr lieb von Ihnen, danke. Herr, gar kein Problem, was wir machen das morgen, okay? Und, ja, haben Sie morgen ein anderes Konto? Ja. Ja, ja, Herr, was wir machen das morgen. Heute, was ich mache von meiner Seite, ich arbeite genau auf Ihrem Computer und morgen, ich aktiviere diese alle Sicherheit in Ihrem Computer, okay? Ja. Das geht ja immer. Ja. Zuerst, ich aktiviere hier diese Computerschutzpunkte in Ihrem Computer. Jetzt, zuerst, ich mache diese Viren weg von Ihrem Computer. Herr, Sicherheit ist sehr wichtige Sache. Ich aktiviere das und morgen ich aktiviere diese Sicherheit in Ihrem Computer für immer, damit niemand kann das deaktiviert machen, okay? Oh, das so. Das geht auch. Klar. Bleiben Sie, ja. Bleiben Sie nur kurz am Apparat. Soll ich Sie morgen anrufen dann? Ja. Ja, wir rufen Ihnen zurück morgen, Herr. Ach, okay? Das ist gut. Das ist gut. Morgen wir rufen Ihnen.
Ich mag es zuerst Ihren Computer, diese Virenweg von Ihrem Computer. Einen Moment. Hier gibt es normalerweise 10, aber in Ihrem Computer 30. Ah, das ist aber viel, glaube ich. Hier gibt es 2. Hier gibt es 2, aber in Ihrem Computer gibt es nur 1. Okay. Okay. Was ist das? Deswegen. Das ist unser Dienst. Mein Kollege hat Ihnen gesagt, diese Dienste sind beendet. Deswegen. Einen Moment. Ja. Und wann können Sie bitte, Herr, wann kommt Ihre Frau zurück zu Hause? Heute Abend, aber wenn Sie morgen anrufen, ist das kein Problem. Dann können wir es morgen machen. Überhaupt kein Herr, Problem. Ja, Herr, Sie können das morgen machen. Aber, Herr, verstehen Sie? Wir von unserer Seite, diese Rechnung geht nicht. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, ob Sie können Online-Banking machen. Ja, das kann ich ja mit meiner Frau das klären. Das ist kein Problem. Das kläre ich mit meiner Frau. Ach so. So, können Sie mir mitteilen, bitte, wann kommt Ihre Frau zurück zu Hause? Heute Abend. Irgendwann heute Abend. Aber heute morgen Abend. Ist die den ganzen Tag heute da. Abend. Morgen ist die den ganzen Tag da. Ach so. Herr, einmal notieren Sie bitte hier Ihre Handynummer oder Ihre Festnetznummer. Welche Nummer ist immer erreichbar? Die, auf der Sie gerade angerufen haben. Welche ist denn das? Ich habe die nicht einmal, im Kopf. Einmal, also, warten Sie bitte, ich schreibe das, okay? Gerne. Einen Moment. Das ist richtig? Ja, die kommt mir bekannt vor. Das sieht gut aus. Genau. Okay. 7306-9950. Ja, Hans Hansmann. Perfekt. Perfekt. Rufen Sie morgen um 11 an oder so. 11 Uhr ist super. Ja, warten Sie bitte. Was wir machen, Herr, wir rufen Ihnen unter diese Nummer, okay? Nie eine andere Nummer. Ja. Okay. Die 0016 oder was, ja? Aus Indien. Herr, ja, aber Herr, Sie sollen nicht bei uns anrufen, wir rufen Ihnen selbst, okay? Ah, Wir rufen Ihnen selbst, Sie sollen gar nichts machen, bitte, okay? Ja. Eine Sekunde, ich lösche diese Viren auf. Das ist gut, was Sie alles können. Super. Jetzt, was wir machen, Herr, wir aktivieren diese alle Sicherheit in Ihrem Computer morgen, okay? Morgen super. Um 11 Uhr, ich rufe Sie wieder an, okay? Gerne, das freut mich. Ja, und ja, bitte, warten Sie her, benutzen Sie das auch. Benutzen Sie das auch, Herr, oder ich lösche das? Manchmal können Sie gerne löschen, kein Problem. Okay, Herr, dann ich lasse das. Was ich mache, Herr, ich gehe raus von Ihrem Computer. Ja. Und schalten Sie jetzt Ihre Computer ganz aus, bitte, für heute. Und morgen, wenn wir rufen Ihnen, dann wir machen das, okay? Ja, super. Gerne. Ja, bitte. Jetzt sehen Sie, ich klicke auf Ja, dann ich gehe raus und bitte schalten Sie Ihre Computer ganz aus. Ja. Heute machen Sie nichts in diesem Computer und morgen ich rufe Sie wieder an, okay? Ja, gerne. Ja, bitte. Tschüss, bis dann. Bleiben Sie mir gesund. Wie dieser Hinweis früher von Peter lustig. Abschalten. Da bin ich wieder. So, jetzt mit dem Computer. Bitte schalten Sie die Computer Nick aus. Und das ist aber klar. Ne? War der langweilig? Mich hat das jetzt so ein bisschen erinnert an das mit dem Computer abschalten, hat mich erinnert an früher Peter Lustig. Abschalten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
Also das ist ja, also da waren wir noch nicht. Also wir, die Masche ist klar. Ne? Die zeigen ja wieder mal Fehler, wo gar keine Fehler sind. Bereinigen Sachen, die gar keine Sachen zu bereinigen sind. Ne? Das, ist, fand, das ist der grauenvoll. Ich fand ja gut, dass er einfach stumpf alles angemacht hat, was er anmachen konnte. Ja, ja. Ich hatte gedacht, ich verarsche ihn auch mal. Er hat ja gesagt, ich soll Stadt schreiben. Ne? Also da Stadt schreiben. Ne? Dachte ich, mache ich auch mal. Schreibe ich mal Stadt. Ne? Wenn er gerne möchte, dass ich Stadt schreibe, schreibe ich Stadt. Darüber überhaupt kein Problem. Hast du. Und alle heißen gleich. Vielen Dank für den Anruf bei Premium Technical Support. Ach, ist wahr. Bitte warten Sie auf den Premium Technical Support, die kennen wir doch. Vertreter. Jetzt sind wir auf einmal da gelandet. Man landet immer bei denen, egal was er macht. Das ist Hä? Herzlich willkommen bei Support, hallo. Mein Name ist Tarun, wie kann ich Ihnen helfen? Aber natürlich, das ist eure. Ja, hallo. Ich hatte heute mit einem telefoniert von Ihnen und. Wir haben uns für morgen verabredet. Ich wollte Geld überweisen. Das Problem war, meine Frau hat die Vollmacht und ich kann das gar nicht machen. Und jetzt ist die Frage, also ich weiß gar nicht, was ich meiner Frau sagen soll, weil die soll ja morgen 500 Euro überweisen und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aha, Sie haben den Betrag noch nicht bezahlt, ja? Nee, ich hatte ein Problem. Der möchte gerne oder wollte gerne, dass ich Online-Banking mache. Und ich kann kein Online-Banking, wissen Sie? Das macht alles meine Frau. So, meine Frau ist aber heute feiern. Aha. Die hat Party. Und deswegen konnte ich das nicht machen. Und jetzt bin ich etwas unsicher, wenn ich da morgen anrufe oder der mich morgen anruft, was ich da sage. Was muss ich denn meiner Frau sagen, wofür die 500 Euro sind? 500 Euro, ja? Genau. Und haben Sie auch eine Kreditkarte oder PayPal? Nee, das ist ja das Problem. Das hat ja meine Frau. Deswegen konnte ich ja heute nicht bezahlen. Und okay, einen Moment. Deswegen möchte ich gerne wissen, wofür die, wo die, damit ich meiner Frau das erklären kann, wissen Sie? Weil die will ja wissen, wenn ich so viel Geld ausgebe. Ich habe da nur Taschengeld, ganz wenig, so einmal im Monat. Ne, und dann wäre das ja hilfreich. Ach so, Sie haben keine eigene Zahlungsmethode. Sie haben nur eine Frau, ja, die Online-Banking oder weiter so, ja? Naja, also meine Frau wird das morgen machen. Aber ich muss dir ja wenigstens sagen, was zu bezahlen ist. Haben Sie denn da die Kontonummer, damit die morgen überweisen kann? Oder haben Sie auch eine Kreditkarte, PayPal oder Visa-Karte, Mastercard? Eine Kontonummer. Oder nein? Konto habe ich. Ein Konto habe ich, ja. Genau. Also Sie können nur Überweisung machen? Ja, so mit so einem Zettel. Ne? Kennen Sie doch, so ein Überweisungszettel. Gibt's doch. Kann man doch gut machen. Oder können Sie auch mit Kreditkarte bezahlen? Kreditkarte? Also meine Frau kann bestimmt mit Kreditkarte bezahlen. Also, Ihre Frau kann auch mit Kreditkarte bezahlen. Genau, 594 Euro mit Mehrwertsteuer. 593,81, glaube ich. Ja, und wann machen Sie das? Heute oder morgen, übermorgen, wann? Morgen. Also, meine Frau will morgen das Geld überweisen, aber ich brauche dafür eine Kontonummer. Also, Sie brauchen eine Kontonummer. Ja, damit wir es schön überwiesen können. Das ist ja wichtig. Damit die Leistung, sonst macht der. Okay, der Techniker hat gesagt, wenn ich nicht bezahle, dann bekomme ich keine Techniker. Aha. Hat er gesagt? Ja, ganz genau. Na? Könnten Sie bitte mir Ihre E-Mail-Adresse mitteilen? E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse? Ja, klar. Kriege ich da eine Rechnung? Ja. Gerne. Ja. Das ist Hans. Also Hans. Hans. Punkt. Punkt. Hansmann. Hansmann. At? Da. At? GMX? GMX.de, ja? Nein. GMX. GMX minus. Ja. Minus. Da gibt es noch eine andere bei GMX. GMX minus. Minus, ja. Topmail. Ja, heißt die. Topmail. 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 Topmail.de. Ich wiederhole nochmal. Hans. Ein Moment. H
Heinrich Anton Nordpol Siegfried. Ja? Ja. Dann Punkt. Mhm. Dann Heinrich Anton Nordpol Siegfried Martha Anton Nordpol Nordpol. Ja. Ja? Mhm. Dann Ed. Mhm. Dann Gustav Martha Xavier. Mhm. Minus. Mhm. Dann. T. Theodor, Otto, genau, T wie Theodor, dann Otto, Paula, Paula, Martha, ja, Anton, Martha, Ida, Anton, Ida, Ludwig, genau, Punkt .de. Punkt. Der okay. Bleiben Sie im Apparat, okay? Danke. Bleiben Sie im Apparat, okay? Danke. Hallo? Hallo? Ich will doch nur eine Rechnung. Hallo? Hallo, hallo? Also ich mach mal das Mikro auf leise. Ich weiß nicht, was der jetzt macht. Ob der mir eine Rechnung schreibt? Die schreibt er bestimmt mit der Hand. In Indik. Haha. Weil ich der Recht bin. Seid ihr noch da? Hallo? Sind Sie noch da, Techniker? Ja. Sehr gut. Ja, ich bin noch da. Ja, einen Moment, bleiben Sie noch einen Moment. Okay. Ja. Schreiben Sie doch mal eine 1 in den Chat, Techniker. Los, wenn der Techniker das nicht macht, dann macht ihr das wenigstens. Schreibt mal eine 1 in den Chat. Los, alle! 1 in den Chat! Okay. Ja. Herr Buzz, wann haben Sie bei... vielen Dank für Ihre Geduld. Können Sie mir mitteilen, wann haben Sie bei uns angerufen? Vor einer Stunde ungefähr. Also um... Naja, also um halb fünf. Also halb fünf. Halb fünf. Halb fünf. Ich kann Ihnen auch den Namen von dem Techniker sagen. Kleinen Moment, da muss ich eben nachgucken. Der, wie der Kollege geheißen hat. Kleinen Moment. Da muss ich wirklich kurz nachgucken. Moment. Okay, keine Sorgen, Sie, ich helfe Ihnen gerne weiter, okay? Ja, ja. Ich helfe Ihnen weiter. Okay. Ja. Wie hieß der denn? Ich habe mir das irgendwo notiert. Der Kollege. Sag ich hier sofort. Wie bitte? Da. Ich hab's.
Sandeep Sharma hieß der. Sandeep Sharma. Sandeep Sharma. Okay, okay. Einen Moment bleiben Sie mal parat, okay? Der Sandeep Sharma. Mhm. Okay, ich diskutiere diese Sache. Ja, der hat gesagt, er ist aus Indien. Ja, okay, ja, okay. Hat er gesagt. Bitte schön. Einen Moment. Hallo. 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 Ja, vielen Dank für Ihre Geduld, Herr. Danke. Hallo. Hallo. Ja. Herr, hallo. Können Sie mir hören? Ich höre Sie. Ja. Ja, Herr, Suicide, ich habe ja Sie überprüft. Suicide, die Überprüfung, ja, die Überweisung ist nicht verfügbar. Okay. Dann machen wir mit PayPal oder mit anderen, ja, mit anderen, also Zahlungsmethod, ja. Der Sandeep hat gesagt, okay. Ich kann überweisen. Der wollte morgen mir eine Rechnung schicken. Ich kann überweisen, hat der Sandeep gesagt. Also, ja, okay. Sandeep hat Ihnen mitgeteilt, aber ich habe ja jetzt überprüft, als ein Senior-Techniker, möchte ich Ihnen sagen, dass Überweisung ist zurzeit nicht erreichbar, nicht verfügbar. Ja? Senior-Techniker. Jetzt machen wir das so. Also, ja, es könnte sein, dass es in den nächsten Tagen, ja, also in den nächsten Tagen verfügbar sein. Mhm. Aber ich brauche ja jetzt sofort Hilfe. Mein Computer ist kaputt, hat er gesagt. Der hat den untersucht und der wäre ganz kaputt, der Computer. Ganz genau. Ganz kaputt. Ja, okay, machen wir das so, wir reparieren den Computer heute, okay? Aha, okay. Okay. Also, aber ich muss bezahlen, oder? Ich muss bezahlen. Aha. Wir nehmen die Zahlung, mhm. In den nächsten Tagen, okay? Machen Sie das so. Achso, das ist ja praktisch. Ist der Computer eingeschaltet? Ja, ja, der ist eingeschaltet. Der Sandeep war ja gerade noch drauf, ne? Der Sandeep, der war ja noch drauf. Ja, jetzt öffnen Sie eine Browser, okay? Ein Browser. Ja, kann ich machen, klar. Internet Explorer oder, ja? Ja, klar. Warum nicht? Hab ich. Ja, jetzt sehen Sie oben links, gibt es eine Adresseleiste. Ja, da kann man so ins Internet, ne? www. Ja. Mhm. Support. Mhm. Punkt. M.E. Martha Emil. M.E., ja. Mhm. Ja. Habe ich eingegeben. Jetzt soll ich einen Code eingeben. Und jetzt? Das hat fertig geladen. Ausführen? Mhm. Ja, ausführen. Habe ich? Dann okay oder ja? Ja.
Ja, das ist das gleiche Programm, was der Sunup da eben benutzt hat. Mhm. Genau das gleiche Programm. Ja, das. Da kenne ich mich mit aus. Ich bin mit der Computer verbunden. Verbunden, ja, ja. Bin ich mit der Computer verbunden. Taurun, Taurun heißen sie, ne? Sind Sie Taurun? Tarun? Ja, das ist mein Name. Tarun. Tarun Aurora. Ja. Aurora. Ganz genau. Ich habe Hallo geschrieben. Hallo, Taro. Sehen Sie das? Ich sehe das, ja, ja. Ja. Eine 1 sehe ich. Eine 1. Und, ja. Da kann man eine 1 in den Chat schreiben. 1. Soll ich auch mal eine 1 schreiben? Ja. Ja. Mhm. Ganz genau. Machen Sie das so, schreiben Sie Ihre vollständige Name 1. Und E-Mail-Adresse. Hallo. Name. Schreiben Sie Ihre vollständige Name und E-Mail-Adresse. Ja, habe ich dem Ding schon mitgeteilt. Aber mache ich gerne nochmal. Mein Name ist Hans. Dann Hans Mann. Meine E-Mail-Adresse ist hans.hansmann. Wie mein Name. Das macht man ja so, ne? Oder? Ja. Ja. Dann gmx minus topmail.de. So ist meine Daten. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ah, ich höre die Kollegen im Hintergrund. Sind Sie nicht alleine am Arbeiten? Sind da viele Kollegen bei Ihnen? Achso, meine Kollegin ist beschäftigt, ja? Ja, ja, ich höre das. Mhm. Achso, Herr, dann machen wir das so. Wir bereinigen die Probleme in Ihrem Computer. Wir haben überprüft, dass die Dienst-Treibers beendet sind. Es gibt auch die schädlichen Elemente, ja? Ganz genau? Ja, das hat er gesagt, genau. Und der hat gesagt, Das kann man beheben, ich muss aber bezahlen. Ja, okay, dann wir machen für die, einen Moment, was mein Technikerinnen mitgeteilt, der macht das für 2 Jahre oder 3 Jahre? 3 Jahre war das, 3 Jahre. Okay, dann machen wir für 3 Jahre, es kostet 499. Genau, plus das war das, plus okay. Mehrwertsteuer, so war das. Okay, und Sie können mit PayPal bezahlen, ja? Überweisung. Haben Sie auch PayPal? PayPal kenne ich nicht. Was ist denn PayPal? Haben Sie keine PayPal? Kein PayPal. PayPal. Oder Ihre Frau hat PayPal? Meine Frau hat PayPal. Ja, ja, klar. Die hat alles. Die kann das. Ja. Also Ihre Frau kann PayPal machen, ja? Die kann das. Ja, ja, klar. Oder? Ja, ja. Okay, einen Moment. Ich brauche nur Ihre PayPal-Adresse, hat sie mir gesagt, wenn ich mal was per PayPal überweisen muss. Hm? Also, PayPal-Adresse ist nicht, ja, erfolgreich. Sie können die PayPal-Konto hier einloggen, dann wir nehmen den Betrag, ja? Dann Sie bekommen die alle Sachen schriftlich für E-Mail-Adresse, ja? Oder Sie können Ihre Frau anrufen oder kontaktieren, wir nehmen den Betrag heute oder in den nächsten Tagen, das ist egal, ja? Ja. Okay. Ja. Aber zuerst der Problem ist, dass es so viele Probleme in einem Computer, ja? Mhm. Wir machen das, wir reinigen diese alle Probleme in einem Computer, ja? Ja. Hallo? Da waren Frau, Sie weg. Ich hab ja, Sie waren weg kurzzeitig. Wo waren Sie? Aha. Also jetzt verstehe ich Sie wieder. Frau, Suicide zu Hause oder nicht? Nee, die ist auf der Party. Das war ja mein Problem. Deswegen haben wir gesagt, wir telefonieren morgen wieder. Mhm. Achso, ja, Party. Party. Und wann kommt Ihre Frau wieder? Heute Nacht. Nacht. In der Nacht, okay. Nicht nackt. Nacht. Okay. Okay.
Hallo? Ja, ja, einen Moment. Ah. Ich registriere Ihnen meine Seite, okay? Gerne. Und haben Sie ein Programm, Sie haben ein Programm gekauft, ja, oder? Ich sollte eins kaufen. Deswegen soll ich ja überweisen. Also, Herr, ich habe Ihnen gesagt, dass ist das möglich, die PayPal oder Kredit mit der Kreditkarte zu machen, ja? Mit der PayPal oder Kreditkarte. Ihre Frau kann die Kreditkarte oder PayPal machen. Morgen geht das. Das ist kein Problem. Heute nicht. Aber der hat gesagt, mein Computer ist kaputt und ich brauche doch sofort Hilfe. Sonst kann ich doch gar nicht mehr im Internet surfen heute. Ich möchte doch weiter im Internet surfen. Wenn meine Frau nicht da ist, muss ich die Gelegenheit doch gut ausnutzen. Das ist kein Problem, Herr. Wir reparieren Ihren Computer sofort. Es dauert nur 60 Minuten. Dann Sie können Ihren Computer in Ordnung benutzen, ja? Ah, super. Das freut mich. Einen Moment. Okay, Herr, sagen Sie mir, wann sind Sie best erreichbar? Nach unserer Arbeit, mein Techniker wird Ihnen anrufen. Sind Sie erreichbar nach 60 Minuten? Ja, ja, kein Problem. Kein Problem, okay. Und haben Sie ein Programm gekauft, Remark oder Restaurant? Nee, ich musste ja erst bezahlen. Ja. Ja. So. Ja, Herr, sehen Sie hier, Sie haben bei uns für ein bisschen 3 Jahre registriert, ja? Mhm. Sehen Sie. Ah, das ist unsere Techniker-Nummer, das ist unsere E-Mail-Adresse, das ist der Plan. Mhm. Ein bisschen 3 Jahre. Und die folgenden Leistungen haben Sie bei uns erworben, ja? Ja, super. Das sieht ja schick aus. Ja. Und ich habe auch keine Anrufkarte in einem Computer installiert. Jetzt zeige ich Ihnen das. Einen Moment. Mhm. Und wir nehmen den Betrag, ja? Wir nehmen den Betrag in den nächsten Tagen, okay? Ja, super. Oder Sie können das machen, Sie können die PayPal-Konto, Ihre Frau PayPal-Konto hier einloggen. Mhm. Ja? Wenn die wieder da ist, machen wir das. Kein Problem. Mhm. Wie bitte? Wenn die wieder da ist, machen wir das gerne. Kein Problem. Ja. Ja, Sie können das machen und wir rufen Ihnen zurück in den nächsten Tagen an, okay? Ja, gerne. Mhm. Wir rufen Ihnen zurück in den nächsten Tagen an. Mhm. Morgen, übermorgen, okay? Ja, gerne. Ja. Ja. Ja, ich mache diese Bookmark für Sie. Sehen Sie die Bookmark? Ja, so Lesezeichen. Sehe ich ja. Wunderbar. Ja, sehen Sie, Sie sollen das nur öffnen. Und für meine Frau. Frau ja, Ihre Frau loggen in diesem Konto ein. Ja, dann wir nehmen den Betrag für 499 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja, so war das. Ja, dann wir machen das übermorgen, okay? Morgen oder übermorgen. Ja, gerne. Ich rufe einen zurück an, okay? Ja, danke. Ja, und Herr, ich habe eine Anrufkarte in einem Computer installiert. Wenn Sie irgendein Problem in der Zukunft haben, Sie können mit dieser Anrufkarte bei uns verbinden. Ah. Wenn Sie irgendein Problem in der Zukunft haben, öffnen Sie diese Anrufkarte, ja, diese blaue Smiley-Symbol. Mhm. Ja. Einen Moment. Ja, sehen Sie hier, er zeigt Ihnen das, schreiben Sie den Namen, E-Mail-Adresse, und Issue bedeutet Problem. Dann Sie können mit uns in 10 Sekunden verbinden. Ja? Ah, super. Das ist ja sehr praktisch. Das ist ja sehr praktisch. Ja, sehr praktisch. Ja. Und Herr, was machen wir das so? Jetzt, wir reparieren Ihre Computer sofort, okay? Lassen Sie diese Computer sowieso. Ja, sowieso. Mein Techniker will Ihnen nach Ihrer Arbeit ja, anrufen, okay? Super, danke. Ja, dann wir nehmen den Betrag morgen oder übermorgen, okay? Ja, super. Ja,
dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich bedanke mich, dass Sie bei Supporthallo für 3 Jahre registriert haben. Ich danke auch. Wiederhören. Vielen lieben Dank. Wiederhören. Tschüss. Ja, da sind wir wieder. Das ist ja schön. Wir kriegen kostenlose Leistung. Das, wann haben wir sowas schon mal gekriegt? Eine Stunde lang. Und da war auch, diese Telefonnummer, die vorhin auch im Chat geschrieben wurde, die war jetzt auch gerade drin, die 0802 und so weiter. Ja, ja, das ist... 56677, ja. Bei denen landest du ja immer irgendwie, ne? Ich hätte jetzt aber nicht erwartet, weil das ja eben doch ganz anders war, dass wir jetzt da wieder landen. Aber gut. Und du siehst ja, das Ziel ist die Kohle. So, jetzt hätte ich jetzt PayPal gehabt, Kreditkarte oder sonst was, hätte der sofort, ja klar, wickeln wir eben zu Ende ab. Und so muss der natürlich jetzt irgendwas sagen. Ich mal gucken, ob die was machen. Weil das hat man ja auch schon. Die installieren dann irgendwelche sinnlosen Programme und Browser-Erweiterungen. Und das alles für ganz, ganz kleines Geld. Es kostet ja fast gar nichts. Ne? Was sind denn schon 500 Euro? Ne? Aktuell. Du hättest fragen müssen, ob das 499 indische Rupien sind. Ja, ja, Wahnsinn. Ne? 500 Euro. Aber würdest du für 100, also zu 120 Wartung war das so, würdest du 120 Wartung für 499 Euro machen? Nein! Im Leben nicht. Sowieso nicht. Ich weiß ja nicht, was die da warten wollen. Da kommt dann schwer dazu. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also ich glaube, das brauchen wir uns aber nicht angucken. Wir waren ja schon erfolgreich heute. Muss ich mal sagen. Und da ich erkältet bin, ist er jetzt rausgegangen? Nee. Oder? Will ich nochmal gucken. Würde ich aber auch sagen, dass wir dann für heute das beenden. Ihr müsst jetzt alle bitte ein Ohr in den Chat, ne, für meine Erkältung. Oh, ich hätte jetzt gern Mitleid hier abgegraben. Und das war doch schon gar nicht schlecht. Dann bleiben wir dran, dann bleiben wir am Ball. Vielleicht rufen die ja morgen zurück, aber ich gehe nicht dran. Ah, da siehst du, da sind die ersten Ohrs. Perfekt. Ne? Ich danke für eure Aufmerksamkeit, auch für meine Kollegen im Discord. Ihr habt wie immer super unterstützt. Wir und so, oder? Bis die Tage. Da wird gefordert, dass du den Corona-Test machst. Ach so, ja, das ist ja vernünftig. Die Hochburg des genau. Corona, Covid-19. Covid-19, genau. Habe ich garantiert. Was soll das? Das ist ja klar, kein Thema. Ja, wurde schon diagnostiziert im Chat. Das ist gut, dass die jetzt. Die sind besser als die Inder. Die können das per Fernwartung. Das ist doch gut, Doktor. Ne? Die verbinden sich eben mit deinem Körper. Das ist gut eigentlich. Ne? Guck mal, der versucht jetzt hier Sachen zu starten. Der versucht Sachen zu starten. Ja, versuch du mal Sachen zu starten. Ich brech den jetzt mal ab, weil der will jetzt wissen, wo ich bin. Nachher merkt er noch. Ich fahre einfach mal runter hier. Zack. Jetzt ist er abgekackt. Ich rufe dich an. Boah, kannst du bitte die Verbindung wieder erstellen? Das macht er keinen Sinn. Bitte stecken der USB. In deine Pop. Genau, in den Poppa. Ab in den Poppa. Ja, jetzt bin ich hier. Ach, schwarzer ist der Ausstich hin. Bitte. Entschuldigung, war jetzt eigentlich bei den Anrufen heute, war da jetzt auch diese neue Berliner Nummer von dieser Seite dabei, diese 030? Nee, die war ja nicht erreichbar. Das ist ja, die haben so viel Geld investiert in die Werbung und sind da nicht erreichbar. Sehr komisch das, oder? Verstehe ich. Jetzt kannst du das installierte Programm, den Smiley, kannst du jetzt aktivieren, da reinschreiben, da bist du 10 Sekunden später mit denen verbunden. Ja, 10 Sekunden später. Angeblich, genau. Dann rufen die sofort an. Sofort. Ja? Ich probiere das mal aus, aber nicht mehr heute. Jetzt gehe ich schlafen. Ne? Danke. Danke, danke. Danke, danke, danke für alles. Macke und so. Ne? Das ist sehr lieb von euch. Sehr lieb von euch. Tschö. Tschüss.